dass es in unserem Zahlensystem, dem Dezimal- bzw. Zehnersystem, ausgerechnet 10 verschiedene Ziffern gibt, kommt vermutlich daher, dass wir 10 Finger haben und die Menschen seit jeher beim Rechnen die Finger zu Hilfe genommen haben. Natürlich macht man sich beim Rechnen mit dem Zehnersystem keine Gedanken über den Aufbau der Zahlen, aber um andere Zahlensysteme, wie zum Beispiel das Dualsystem oder das Hexadezimalsystem, besser verstehen zu können, ist es vielleicht hilfreich, sich mal den Aufbau einer Dezimalzahl genauer anzuschauen. Als Beispiel nehmen wir mal diese Zahl 57.432,61. Wir haben 5 Stellen links vom Komma und 2 Stellen rechts vom Komma. Und wir wissen natürlich, dass diese Stellen unterschiedliche Wertigkeiten haben, nämlich die erste Zahl neben dem Komma links sind die Einer, dann kommen die Zehner, die Hunderter, die Tausender, die Zehntausender und so weiter. Und rechts neben dem Komma stehen dann die Zehntel und die Hundertstel und auch das kann noch fortgesetzt werden. Hier stehen nochmal die Zahlenwerte 10.000, 1.000, 100 und so weiter bis 0,01. Und statt dieser Zahlen kann man natürlich auch Potenzen von 10 dahin schreiben, nämlich für 10.000 können wir 10 hoch 4 schreiben, für 1.000 10 hoch 3 und so weiter. Die Zahlen rechts vom Komma, das sind dann 10er Potenzen mit negativer Hochzahl, die Zehntel sind 10 hoch minus 1, die Hundertstel 10 hoch minus 2. Die Zahl ist eigentlich ja eine Abkürzung für einen wesentlich umständlicheren Ausdruck. Denn ausführlich müssten wir eigentlich für diese Zahl schreiben. Diese Zahl hat den Wert 5 mal 10.000, denn diese 5 an der Stelle hat ja die Wertigkeit 10.000. Also dieser Ausdruck steht für diese 5. Plus 7 mal 1.000 plus 4 mal 100 plus 3 mal 10 plus 2 mal 1 plus 6 mal 0,1 plus 1 mal 0,01. Also durch die Übereinkunft, die man irgendwann mal getroffen hat, dass jede dieser Stellen hier ihre eigene Wertigkeit hat, wissen wir als Eingeweihte in das Zehnersystem, welchen Wert die Zahl tatsächlich hat. Im Dual- bzw. Zweier- oder Binärsystem sind die Zahlen im Prinzip genauso aufgebaut wie im Zehnersystem, mit dem Unterschied, dass es hier eben nur 2 Ziffern gibt, nämlich 0 und 1. An einem Beispiel wollen wir uns diese Binärzahlen mal etwas genauer ansehen. Die Binärzahl 10110 ist 5-stellig, das hat aber nichts zu bedeuten, es können wesentlich mehr oder auch weniger Stellen sein. Allerdings sind Kommazahlen im Dual- oder Binärsystem nicht üblich, obwohl sie natürlich machbar wären. Wie im Zehnersystem haben die einzelnen Ziffern hier bestimmte Wertigkeiten und die wollen wir jetzt zunächst mal eintragen. Im Zehnersystem waren ganz rechts, also die erste Stelle links vom Komma, genauso die Einer wie hier auch. Dann kamen im Zehnersystem die Zehner, hier die Zweier, dann folgen die Vierer, die Achter, die Sechzehner. Hier nochmal die Zahlen dazu. Und wie kommen nun diese Zahlen zustande? Nun, im Zehnersystem haben wir gesagt, die Wertigkeiten sind lauter Potenzen von 10. Und hier ist es eben entsprechend, die Wertigkeiten sind lauter Potenzen von 2. Die 1 ist 2 hoch 0, die 2 ist 2 hoch 1, die 4 2 hoch 2, die 8 2 hoch 3 und die 16 2 hoch 4. Und genau wie bei den Dezimalzahlen ist auch hier die Schreibweise eigentlich eine abgekürzte Schreibweise, und zwar für diesen Ausdruck hier. Also die
Zahl 10110 hat eigentlich den Wert 1 mal 16, das ist das hier, plus 0 mal 8, plus 1 mal 4, plus 1 mal 2, plus 0 mal 1, alles zusammen 22. Also die Binärzahl oder Dualzahl 10110 entspricht der Dezimalzahl 22. Es ist auf den ersten Blick zu sehen, dass Binärzahlen wesentlich mehr Schreibaufwand erfordern als zum Beispiel Dezimalzahlen. Die Binärzahl hat hier 5 Stellen, die Dezimalzahl nur 2. Worin liegt also der Vorteil der Binärzahlen? Nun, die Binärzahlen werden hauptsächlich in der Digitaltechnik oder Computertechnik verwendet und dort bedeuten sie einfach Signal vorhanden oder nicht vorhanden. Die 0 bedeutet also Signal nicht vorhanden oder Spannung nicht vorhanden und die 1 bedeutet Spannung vorhanden oder Signal vorhanden. Die Verarbeitung und die Übertragung von Informationen, die in Form von Binärzahlen oder Dualzahlen vorliegen, ist wesentlich störunanfälliger, als wenn man mit zum Beispiel Dezimalzahlen alle möglichen Zwischenwerte noch übertragen müsste. Im Hexadezimalsystem gibt es 16 verschiedene Ziffern. Da die 10 Ziffern des Zehnersystems nicht ausreichen, nimmt man noch die ersten 6 Buchstaben des Alphabets als Ziffern dazu. Der Buchstabe A bedeutet 10 im Zehnersystem, der Buchstabe B 11, C hat den Wert 12, D den Wert 13, E den Wert 14 und F den Wert 15. Wir nehmen auch hier mal wieder eine Zahl als Beispiel, A57C3. Und auch hier haben diese einzelnen Ziffern, beziehungsweise in diesem Falle auch Buchstaben, wieder bestimmte Wertigkeiten, die wir hier jetzt wieder eintragen. Und das sind an der letzten Stelle wieder die Einer, dann die 16er, die 256er, die 4096er und die 65536er. Wie kommt man nun zu diesen Zahlen? Nun, wir hatten im Zehnersystem an jeder Stelle als Wertigkeit eine Potenz von 10 stehen. Und hier in diesem System ist die Basis die Zahl 16. Hier stehen also Potenzen von 16. An der letzten Stelle 16 hoch 0, dann 16 hoch 1, 16 hoch 2, das ist 256, 16 hoch 3, das ist 4096 und 16 hoch 4, also 16 mal 16 mal 16 mal 16, das ergibt 65536. Und auch diese Zahl ist natürlich wieder eine Abkürzung für eine wesentlich umständlichere Schreibweise, nämlich diesen Ausdruck hier. Wenn wir die Zahl mal in das Dezimalsystem umrechnen, dann bedeutet dieses A hier 10 mal 65536. Die 5 hier bedeutet 5 mal 4096 und so weiter, 7 mal 256, 12 mal 16 plus 3 mal 1. Und das alles zusammengezählt ergibt 677.827. Das ist also der Wert dieser Hexadezimalzahl im Zehnersystem. Das Hexadezimalsystem scheint auf den ersten Blick ungewohnt und schwierig zu handhaben. Der Grund für seine Bedeutung in der Digitaltechnik und Computertechnik liegt darin, dass die Umformung von Dualzahlen in Hexadezimalzahlen und umgekehrt sehr einfach ist. Digitalschaltungen und Computer können besser mit Dualzahlen arbeiten, während Hexadezimalzahlen für Menschen, Programmierer, die zum Beispiel in Maschinensprache programmieren, leichter zu überschauen sind als Dualzahlen. Hier einige Beispiele, wie Dezimalzahlen in Dualzahlen umgewandelt werden können.
Wir nehmen mal das Beispiel Nummer 2. Man beginnt mit der höchsten Wertigkeit, die in die Dezimalzahl hineinpasst. Das ist die 128. 256 wäre schon zu groß. Also die 128 ist einmal in der 168 enthalten, deshalb an dieser Stelle eine 1. Die Differenz zwischen 168 und 128 ist 40. Wir haben also noch 40 übrig. In diese 40 passt die 32 einmal, deshalb eine 1 an dieser Stelle. Die 64 war nicht enthalten, deshalb kommt hier eine 0 hin. Es bleibt noch 8 übrig und 8 ist diese Wertigkeit hier, deshalb an dieser Stelle eine 1. An allen anderen Stellen müssen wir hier eine 0 eintragen. Wie bei der Umwandlung von Dezimalzahlen in Dualzahlen, muss man auch bei der Umwandlung in Hexadezimalzahlen schauen, welche höchste Wertigkeit in der Dezimalzahl enthalten ist. Das ist die 256. Die 4096 wäre natürlich bei weitem zu groß. Einmal 256 ist enthalten, deshalb an dieser Stelle eine 1. Es bleibt ein Rest von 33 und in dieser 33 ist zweimal die Wertigkeit 16 enthalten, deshalb hier eine 2 an dieser Stelle und es bleibt dann ein Rest von 1. 1 ist einmal 1, also eine 1 an dieser Stelle. Es ergibt sich eine Hexadezimalzahl 1, 2, 1. Und weil man diese Zahl natürlich leicht mit einer Dezimalzahl verwechseln kann, man sieht es ihr im Grunde nicht an, ob es eine Dezimalzahl oder eine Hexadezimalzahl ist. Deshalb schreibt man zur Kennzeichnung ein H als Index. Das kann man übrigens, wenn man gleichzeitig mit Dezimal- und Hexadezimalzahlen arbeitet und es zu Missverständnissen kommen kann, grundsätzlich machen. Dann kann man auch bei Dezimalzahlen, wie hier zum Beispiel, zur Kennzeichnung ein D anhängen. Die Umwandlung von Dualzahlen in Hexadezimalzahlen ist, wie ich schon erwähnt habe, recht einfach. Man muss nämlich solche Vierergruppen bilden bei der Dualzahl und jede Vierergruppe kann dann leicht in eine Hexadezimalzahl umgewandelt werden. Zum Beispiel 1001, das entspricht der Dezimalzahl 9. Und die 9 ist dann gleichzeitig auch die Ziffer für die Hexadezimalzahl. Das gleiche gilt für diese Zahl hier, 1000, das entspricht der Dezimalzahl 8 und 8 mal 16, die 16 ist die Wertigkeit der Hexadezimalzahl an dieser Stelle, also hier eine 8 hin. Und schließlich diese Zahl hier, 0110, entspricht eigentlich der Dezimalzahl 4 plus 2, also 6, das finden wir hier, aber die Wertigkeit bei einer Hexadezimalzahl, die dritte Stelle von rechts, ist die 256. Also entspricht dieser Ausdruck 6 mal 256, deshalb an dieser Stelle unter der Wertigkeit 256 eine 6. Und schließlich und endlich noch diese Zahl hier entspricht einer Dezimalzahl von 8 plus 4 plus 1, also 13. Die 13 gibt es natürlich als Ziffer nicht und deshalb müssen wir im Hexadezimalsystem statt der 13 hier die Ziffer D hinschreiben. Also das ist die Hexadezimalzahl, die dieser Dualzahl entspricht. Und wie gesagt, man kann die Umformung einfach so machen, dass man Vierergruppen bei der Dualzahl abteilt und jede Vierergruppe für sich als Ziffer des Hexadezimalsystems hinschreibt. Das gleiche gilt dann für das zweite Beispiel natürlich auch.